Guten Morgen, liebe Zuschauer. Guten Morgen, schöne Menschen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei Epic Pictures Freizeitpark TV. Wollte ich gar nicht sagen. Oh, ich bin voll in der Sonne, voll hell gerade. Ah, scharfe Kurve mit einem Plattenreifen. Ja, wie es dazu gekommen ist, das seht ihr jetzt in einer kleinen Rückblende. Und dafür müssen wir nur einen Tag zurückspringen. Und ja, da erklärt sich dann auch, wie es zum Platten gekommen ist, was wir dabei erlebt haben. Wir sind wieder unterwegs. Mit ein wenig Hindernissen sind wir bis hierhin unterwegs. Und zwar... Hindernisse! Hashtag, steht die Reise vor dem Abbruch? Nein, natürlich hoffen wir nicht. Ja, und zwar, was ist passiert? Wir sind dann halt heute Morgen raus zum Auto und da hat uns ein freundlicher Wandersmensch mit seinem Hund darauf aufmerksam gemacht, hey, ihr habt einen Platten. Und ja, wir hatten einen Platten, dann sind wir erstmal zur nächsten Tanke mit auf einer Werkstatt gefahren. Und ja, wir haben erstmal den Reifendruck kontrolliert bzw. aufgefüllt wieder. Und ja, das Auto hat sich auch gemeldet, sprich Kontrollverlust. Ja, ich habe auch einen Kontrollverlust. Also die Kontrolle hat gesagt, Druckverlust im Reifen, wollten nämlich eigentlich nach Aarhus und dahin sind wir jetzt auch auf dem Weg. Und wir fahren jetzt zum Botanischen Garten, dann wollen die Mädels ein bisschen shoppen. Hoffentlich haben wir dann später noch Geld fürs Shoppen übrig, weil wir wissen ja nicht, müssen wir einen neuen Reifen kaufen, müssen wir den Pannendienst hier beanspruchen und wird das ein teurer Tag oder nicht. Ja, und in dem Sinne schauen wir gleich mal in Aarhus in 12 Kilometern, wie der Reifen dann aussieht. Bis hierhin sieht alles gut aus. Man muss dazu sagen, wir haben auch eine ganz, ganz tolle Piste hierhin gehabt. Und zwar eine ganz tolle Umleitungsschotterpiste. Also das kann man nicht als Straße bezeichnen, das kann man nicht mal als Feldweg bezeichnen, das kann man einfach nur als irgendwas bezeichnen. Ja, und vielleicht haben wir uns da den Reifen kaputt gefahren oder eben hoffentlich auch nicht. Hoffentlich. Das war ja ein Kinderstreich. Ja. Wer weiß, vielleicht war es auch nur ein Kinderstreich. Wir hoffen das Beste, drückt uns die Daumen, auch wenn das wahrscheinlich nicht mehr viel hilft, wenn ihr dieses Video seht. Aber trotzdem, das ist schon zu spät. Im schlimmsten Falle spendet einfach an irgendeine der unten angegebenen Kontonummern. Wer weiß. YouTube Money regelt. Und das Auto piepst wieder. Druckverlust hinten links. Juhu. So, Vivi, was machen wir jetzt? Oder was haben wir gerade getan? Ja, also wir haben gerade bei der Werkstatt, die haben dann ganz netterweise haben wir gefragt, ob man das auch möglich wäre, den Reifen jetzt auszuwechseln, oder einfach mal zu gucken, was geht denn da eigentlich ab? Weil das Problem ist, wir kriegen eine Fehlermeldung hier, dass von wegen, dass der Reifen Druck verliert, aber der Reifen hat, also wenn man so fühlt und was man halt so früher so 1900 Zwieback gemacht hat, merkt man nichts. Aber die Anzeige sagt, aha, doch, da ist was. Die sind ein bisschen verwirrt. Und der Werkstatttyp meint, ja, kommen Sie morgen früh, 8 Uhr, Sie können auch vor 8 kommen und so. Und dann können wir das mal nachgucken und auch zum, wenn es wichtig ist, auch wechseln. Status-Update. Ja, wir sind heute Morgen mit einem Platten gestartet, sind zur Tankstelle gefahren, haben Luft aufgefüllt. Ja. Kurze Zeit später war die Luft quasi wieder raus und das schon am dritten Tourtag. Und ja, wir waren dann in Aarhus. Schöne Stadt, Shopping auch ganz schön. Ist nichts Besonderes, muss man nicht unbedingt machen, sage ich jetzt mal. Für morgen ist eigentlich Legoland angedacht. Das ist auch immer noch geplant. Allerdings müssen wir morgen früh erstmal zur Werkstatt hinfahren. Da den Reifen wechseln lassen, weil der Reifen ist komplett im Eimer. Und ja, wir fahren dann halt morgen ganz, ganz früh dahin. Wahrscheinlich mitten durch die Rush Hour in Aarhus. Und dann geht es halt da zur VW-Werkstatt. Reifen wechseln. Schauen, wie lange das dauert. Wenn wir Glück haben, haben sie einen da. Wenn wir Pech haben, haben wir keinen da. Das würde dann den ganzen Tourplanungstag komplett über den Haufen werfen, weil alternativ wäre Frieden natürlich hier direkt vor Ort, was man auch mit Taxi und Bus zur Not erreichen könnte. Allerdings hat der morgen leider nicht geöffnet. Von daher, ja, lassen wir uns da treiben und schauen mal, was passiert. Ja, und in dem Sinne, wisst ihr Bescheid. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Dann kriegt ihr so ein paar Impressionen von der VW-Werkstatt oder zumindest ein paar Informationen von der VW-Werkstatt. Wir fahren jetzt erstmal zur Tankstelle, befüllen den Reifen nochmals mit neuer Luft und dann geht es erstmal weiter zur VW-Werkstatt.
da hoffen wir, dass wir ja einen neuen Reifen bekommen, dass uns da geholfen werden kann heute, aktuell. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Wir sind jetzt wieder bei VW. Also wir waren eben schon mal bei VW, haben unseren Wagen abgeliefert, sind dann zwischendurch nochmal zum Goldenen M gegangen, um da Kaffee zu trinken und zu frühstücken, weil man gesagt hatte, so ja, roundabout eine Stunde. Die ist jetzt auch vergangen, aber Auto ist immer noch nicht fertig. Sprich, wir warten jetzt hier noch ein bisschen. Ich schaue mir in der Zwischenzeit hier schon neue Modelle an. Vielleicht ist ja billiger, als einfach nur einen Reifen zu kaufen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Die anderen drei, die bereiten sich schon vor, wenn ich später die Rechnung bekomme, mich aufzunehmen, wie ich in Ohnmacht falle. Und die haben schon alle Akkus aufgeladen für diesen Moment und warten schon, die haben schon die Notrufnummern bereit für den Notarzt. Und ja, wir warten halt aktuell noch. Aber dafür gibt es wenigstens gratis Kaffee und Tee. Immerhin. Und wir üben gerade noch Wiederbelebung. Ja, ja, die üben gerade noch Wiederbelebung. Und hier gibt es auch einen Defibrillator direkt rechts neben mir. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hier. Also, sie sind hier auf alles vorbereitet. Die kennen ihre Rechnung und die wissen schon, warum sie es tun. Wir haben die VW-Werkstatt verlassen. Wir sind jetzt gerade auf die Autobahn gefahren. Das heißt, ja, Reifen ist gewechselt. War auch ganz okay. Hat nur 1.198 dänische Kronen gekostet. Also geht, hält sich alles in Grenzen. Wie in einem anderen Vlog schon gesagt, wer spenden möchte, meldet sich bitte bei mir. Und ja, jetzt geht's dann auf zum Legoland Billund. Juhu, wir brauchen roundabout eine gute Stunde laut Navi. Schauen wir mal, ob das auch passt, weil Google hat gesagt, da wäre Baustelle und Autobahn und dauert länger. Aber wir schauen einfach mal. Und das heißt, wir haben dann noch ungefähr 5 Stunden im Legoland. Juhu. Das heißt, da können wir dann leider keine Lego-Shops, Stores mehr aufsuchen. Das ist sehr, sehr traurig für mich, weil ich schon... Warum? Pessimistisch. Nein, oh, nicht. Nein, das meine ich nicht. Wenn die Sache ist wieder da reingeht, dann ist alles leer gekauft. Mein Portemonnaie ist jetzt leer. Meine Karte glüht auch schon so langsam. Und ja, das Geld, was ich jetzt hier für den Reifen ausgegeben habe, kann ich halt jetzt leider nicht mehr für Lego ausgeben. Ja, so ein Scheiß. Was für Pech. Und ja, deswegen. Ich mache jetzt auch nochmal Spendenaufruf. Nochmal ein. Oh nein, damit ich mir die Lego-Achterbahn kaufen kann hier. Ja, super. Ah, da vorne ist Liesberg. Oh, wir fahren nach Liesberg. Wird zwar anders geschrieben, aber ist bestimmt der gleiche. Warum fahren wir nicht einfach dahin? Das lohnt sich dann viel, viel mehr. Da haben die auch viel coolere Achterbahnen. Balder zum Beispiel und Helix. Helix, ja. Ja. Und wir melden uns dann, wenn wir da vor Ort sind, einen Parkplatz gefunden haben und unsere Tickets für 51 Euro die Person gekauft haben. Nee, Spaß. Wir haben natürlich Gott sei Dank Coupons. Die beiden haben uns Coupons organisiert. Juhu. Sparfüchse. Sparfüchse, sprich 2 für 1, halt der typische Merlin-Coupon. Dann kostet der Eintritt nur noch roundabout 25 Euro und ein paar zerquetschte. Das geht dann alles. Und ja, da melden wir uns dann vor Ort wieder. Wir sind angekommen, wir sind im Legoland Billund. Ja, so wie ein Legoland-Eingang halt aussieht. Ja, und jetzt geht's rein mit unseren Spartickets und dann geht's los. Mit 2 Stunden Verspätung heute. Wir kommen gerade vom Ghost House. Ja, ist ein netter Walkthrough, der ist ganz schön gemacht. Also Ghost House, klar, so ein bisschen geistermäßig gemacht. Dunkel, ein paar kleinere, naja, Effekte drin und ganz süß gemacht. Und am Ende wartet dann da so ein kleiner Mini-Freeform und das Ganze halt auch so ein bisschen mit so Vorraum. Und ja, ist ganz nett gemacht, ist auf jeden Fall was Schönes für Kinder und Familien und macht durchaus Spaß. Aber das Schönste ist halt definitiv der Walkthrough selber. Der Freifall ist jetzt nicht sonderlich intensiv, aber ist halt wirklich, wie gesagt, ganz nett gemacht. Und wir hatten auch Walk-On und war nichts los, keine echte Queue-Line und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und das war so der erste Ride des Tages. Übrigens, was ich sehr, sehr lustig fand, das fand ich vorher nämlich, und zwar, die haben eine Dreifachanlage Froghopper, sieht man hier hinter mir. Dreifach, also Kapazitätsmonster und das bei einem Froghopper und das finde ich schon mega geil. Ja, und keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Wir lassen uns hier ein bisschen treiben, es geht jetzt anscheinend in den Western-Bereich rein und dann schauen wir mal, was da auf uns wartet.
fertig. Genau damit fahren wir jetzt. Wir fahren jetzt mit Flying Eagle, also ein guter Start in den Tag. Ein kleiner Family Kiddie Coaster. Wir kommen denn jetzt gerade von Wild Eagle. Ja, klassischer Family Coaster. Irgendwas piekst mich hier gerade. Family Coaster, ich glaube Tierer müsste es sein. Und fährt sich ganz schnucklig. Allerdings, es gibt ein so ein kleines Highlight während der Fahrt, was mir besonders gut gefallen hat. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar ist das so eine kleine S-Kurven-Kombination. Und die fand ich sehr, sehr schnucklig. Ja, und genau das, was ihr ganz am Anfang gesehen hattet, diese S-Kurve, die fand ich eigentlich ziemlich cool. Die fuhr sich auch ganz lustig, ansonsten halt, ja, Standard, Kiddie Family Coaster. Thematisierung ist ganz nett, so Western-Style und ist ganz schick anzuschauen. Ach übrigens, und ich vergaß zu sagen, der ist flammneu von diesem Jahr und fährt sich dann halt auch dementsprechend gut und bequem und angenehm. Ja, und so sieht das Ganze im Gesamtbild aus. Schön. Und jetzt geht's weiter zur nächsten Anlage. Ich glaube, jetzt soll es für die Boys and Girls in Richtung Wildwasserbahn gehen. Das geht dahin. So, nachdem ich ja auf anderer Kamera schon ein kurzes Zwischenfazit zum Park geben durfte, nachdem wir erst drei Attraktionen gegeben haben, was ich also ein bisschen verfrüht finde, kurzes Update. Wir waren gerade auf der Lego Kanu, sprich auf der Wildwasserbahn drauf. Ein Drop, eine Abfahrt, ganz nett gemacht, ein bisschen Thematisierung drin, ganz schön, so eine halbe Themenfahrt gewesen, ganz viel Lego-Steine verbaut, sehr viel Plastik verbaut, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm und hat uns ganz gut gefallen. Nässegrad war eher semi bis ganz, ganz wenig und das bisschen Wasser, was reingekommen ist, lag wahrscheinlich auch nur daran, weil unser Boot halt durch vier Erwachsene ziemlich voll war. Und ja, jetzt geht's weiter in die andere Ecke, wir klappern jetzt erstmal die schnellen Rides soweit ab und dann schauen wir mal, was als nächstes auf uns wartet. Ah, ich glaube, da vorne ist das Splash Battle oder irgendwie sowas. Wir gehen jetzt auf River Splash, sprich auf das coole Rafting mit echter Abfahrt. Ja, da gehen wir jetzt drauf und hoffentlich werden wir nass. Übrigens, die beiden anderen, die waren gerade schon auf einer Wasserbahn und sind nass geworden. Wir gehen jetzt auf Dragen, sprich wir gehen jetzt hier rein auf den Powered Coaster, Standard in jedem Legoland. Und ja, ich kenne das ja noch nicht und deswegen lasse ich mich mal überraschen. Sieht aber auf jeden Fall von der Thematisierung bis hierhin ganz nice aus. Wir kommen jetzt gerade von Dragen und ja, auf jeden Fall ein netter Coaster, Powered Coaster. Die Fahrt selber nicht sonderlich spektakulär, halt Powered Coaster, aber der Indoor Dark Ride Teil ist halt richtig, richtig schön. Zuerst geht es so durch so einen Festsaal durch mit, ja, mit großem Bankett, dann geht es weiter in die Küche. Lustigerweise geht es dann durch den Kamin weiter in so einen Gewölbekeller. Dann geht es weiter in die Folterkammer und dann wartet natürlich der obligatorische Drache, sprich Dragen dann auf uns und ja, dann kommt der Achterbahnteil. Aber das Ganze ist halt wirklich ganz besonders in dem Dark Ride Teil wirklich sehr, sehr schön. Auch teilweise sehr lustig gemacht und ein paar Anspielungen, so lustige Dinge. Und auf jeden Fall ganz nice, ganz besonders für Kinder und lohnt sich. Kann man definitiv mal machen. Also die Thematisierung von außen sehr, sehr schön und ja. Ein paar Impressionen habe ich euch mitgebracht. Viel gibt es davon leider nicht zu sehen, weil man darf halt nicht während der Fahrt filmen. Aber ganz nett.
Wir gehen jetzt auf die Wilde Maus. Auf den, ich soll den Schild aufnehmen. Das ist aber langweilig. Ja, wir gehen jetzt auf die Wilde Maus. Auf jeden Fall eine Mac-Anlage, nicht Standard, aber sieht ganz schnuckig von außen aus. 5 Minuten Wartezeit. Ein Lama, da ist ein Lama. Nein, also wir kommen gerade vom Lego Racer, sprich von der wilden Maus. Und ja, Maus ist es, so mehr oder weniger, auch wenn es ein ganz anderes Design hat. Wild ist sie leider Gottes nicht. Sehr, sehr zahm, sehr viele Blockbremsen, sehr oft runtergebremst. Das einzige Highlight ist so halbwegs schon der First Drop, weil der ist so ähnlich wie zum Beispiel auch im Europapark. Bei Matterhorn Blitz ist halt ein richtiger First Drop, eine große Abfahrt. Ansonsten, ja, Thematisierung null. Eigentlich gar nichts, sehr, sehr hässlich sogar eigentlich. Bis auf die Wagen, die Chasen sehen sehr, sehr schön. Aber ja, ich kann nur als kleinen Tipp empfehlen, große Leute bitte nicht nach vorne gehen, weil da noch so eine komische Schaumstoffpolsterung vor ist und Beinfreiheit ist da jetzt nicht so viel so. Ich glaube, bei 1,80 hört es dann auf mit Beinfreiheit. Und ja, ansonsten halt nichts Besonderes. Sehr, sehr langsam, sehr, sehr zahm und macht aber natürlich Spaß und alles ein bisschen, ja, familientauglicher. Und eine Anmerkung. Diese Lärmbelästigung hier ist furchtbar. Hier gibt es überall, alle 5 Minuten kommt hier ein Flieger drüber, weil der Flughafen hier direkt da um die Ecke ist. Und es ist schon ziemlich laut und ja, also auf jeden Fall macht das ein bisschen die Stimmung kaputt. Und jetzt gehen wir auf den Tempel. Soweit ich weiß, ist das ein Indoor-Dark-Ride-Shooter und da gehen wir jetzt hin. Wir waren dann jetzt auf besagtem Dark Ride und ja, Abenteuer Atlantis lässt grüßen, am Ride-System halt Mack Rides, auch so ein Shooter. Allerdings das Ganze, ja, Thematisierung finde ich persönlich jetzt nicht ganz so schön wie zum Beispiel auch bei Abenteuer Atlantis. Und auch das Schießen ist hier ein bisschen ja alles auf Kinder ausgerichtet, ein bisschen langsamer, sprich die Abstände, wo die Pistole dann halt wieder neu aktiviert werden kann, sprich geschossen werden kann, sind deutlich kürzer. Viel weniger Ziele und ja, auch alles jetzt ein bisschen größer und offener gestaltet, nicht so viel Details und ja, ich finde es jetzt nicht besonders pralle, fand ich jetzt nicht so toll. Wiederholungsfahrten, naja, geht so. Score kann man natürlich auch ganz klassisch dann halt am Ende der Fahrt nochmal ablesen, aber jetzt in meinen Augen kein absolutes Highlight. Ja, ist ganz nett, kann man machen, aber ist halt auch alles wie hier der komplette Park irgendwie alles so ein bisschen runtergedrosselt auf Familien. Selbst so ein Dark Ride Shooter ist auf Familien runtergedrosselt und ja, keine Ahnung. Ganz nett, aber mehr auch nicht. Übrigens war sofort einsteigen, also 0 Minuten Wartezeit. Und jetzt geht es, glaube ich, in den Polarbereich. So, also wir sind jetzt am Polar Explorer angekommen. Technische Störung, ja, super. Perfektes Timing. Kam gerade die Durchsage, also wir gehen da jetzt nicht drauf. Wir haben im Moment einige technische Probleme, die eine kurze Betriebsunterbrechung bedeuten. Bitte bleiben Sie sitzen und warten Sie den Start ab. Und eine Sache fällt uns auf, für eine laut Kabel 1 so neue und hochmoderne Bahn sieht das Ganze doch ziemlich, ja, ein bisschen runtergekommen aus. Ja, okay, gut, Polar Explorer wird es dann halt nicht. Ja, die hatten echte Pinguine. Ob die die noch haben, weiß ich gar nicht. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns das Ganze jetzt hier mal an, warten hier noch vielleicht mal 5 Minütchen, ob die jetzt wieder aufgeht. Ansonsten gucken wir uns hier noch das Fire Brigade gegenüber an. Mache ich da noch ein paar Aufnahmen von, weil das sieht ganz lustig und interaktiv aus. Ja, und im schlimmsten Falle gehen wir dann halt wieder weg und weiter und woanders hin. Schauen wir mal. Ah, da fährt er, da macht er Testfahrten. Ja, wir stehen jetzt hier in der Queue-Line vom Polar Explorer. Nix los. Übrigens, eine mega, mega, mega hässliche normale Queue-Line. Aber das ist auch so typisch Merlin. Und ansonsten, ja, hier geht im Moment nix. Keine Ahnung, wie es hier gleich vorangeht, ob es vorangeht. 3 Minuten später, wir sind wieder draußen, weil Queue-Line wurde dann jetzt endgültig geschlossen. Keine Ahnung, wie, wo, was. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal in Richtung von, du willst zu den Pinguinen, okay, aber danach will ich hier hin. Unbedingt. Wohin? Dahin.
Wo ist das denn? Da will ich hin, ja, da wo der Pfeil hinzeigt. Doch da hingehen dann. Ja, aber Vivi will zuerst zu den Pinguinen. Die Vivi soll ja auch was davon haben, ne? Wenn wir den Polar Explorer schon nicht fahren können. Ja, schauen wir mal, ob wir den denn heute überhaupt noch fahren können, ob die den noch irgendwann wieder aufkriegen und wir dann hier in der Nähe sind. Ja, ansonsten, ja, halt nicht, ne? Dann werden wir die von K1 so gehypte, K1, nein, Kabel 1, so gehypte Bahn dann wohl doch vielleicht nicht fahren. Schauen wir einfach mal. Oh, voll geil, die sammeln die Sardinen auf. Hast du gesehen? Nein, schon. Oh, das ist der Aral, das ist noch der Rutsch. Ja. Ja. Ja, wir waren dann jetzt gerade auf den berühmt-berüchtigten Robotern drauf. Wie nannte sich das? Ice School? Ja, lustiges Ding auf jeden Fall. Also was für zwischendurch. Ist ganz, ganz lustig gemacht. Ja, wir haben uns natürlich auch für das Hardcore-Programm entschieden. Also zumindest Kevin und ich. Die Mädels haben eine Variante geschmeidiger gewählt. Ja, ist ganz nett. Natürlich ein paar ruckartige Bewegungen, dadurch auch hier und da mal ein bisschen unangenehmer, aber ansonsten eine lustige Spielerei für zwischendurch, nur vielleicht leider ein bisschen zu kurz das Ganze. Aber ja, auf jeden Fall ganz schön. Doch, hat Spaß gemacht. Wenn jetzt noch wie in anderen Parks die Musik ein bisschen dazu passend wäre und ein paar richtig geile Lichteffekte wären, wäre es richtig cool, aber so ist auch ganz spaßig. Hinter mir, Polar Explorer läuft wieder, also hat gerade mal 5 Minuten gedauert, bis der wieder geöffnet wurde. Und ja, da gehen wir auch direkt hin, genau wie alle anderen auch. Das heißt, die Q-Line wird jetzt ein bisschen voller sein, aber wahrscheinlich eh maximal 5 Minuten. Wo sind unsere Frauen eigentlich hin? Weiß das jemand? Keine Ahnung. Stehen die schon an? Haben wir die verloren? Wo sind sie hin? Sind sie schon drin? Man weiß es nicht. Typisch Frauen, haben natürlich keine Geduld, sind natürlich direkt durchgerannt und fahren jetzt gerade schon in der letzten Reihe ohne uns. Das ist so typisch. Unverschämtheit. Ja, wir kommen dann jetzt gerade vom Polar Explorer und ja, doch. Mal die etwas schnellere Bahn, also bis hierhin. Doch schneller als gedacht am Anfang. Der Freefall macht natürlich so oder so immer Spaß. Ist natürlich nicht sonderlich intensiv, aber macht Spaß. Und so wie ich das hier gerade deute, kann ich wieder aufhören zu vloggen, weil der Kevin, der will nochmal fahren und ist gerade nichts los. Und deswegen gehen wir nochmal rein. Ja, aber Fazit ist auf jeden Fall eine ganz lustige Bahn. Thematisierung ist natürlich gleich null gefühlt. Aber macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist die bis hierhin schnellste Bahn überhaupt. Und Irene sagt schon, man kommt an Pinguin vorbei. Pinguine, hui, und ich bin komplett dunkel. Hui. Echte Pinguine. Wir kommen gerade von Ninjago The Ride und ja, ich hatte mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt oder schlechter vorgestellt. Okay, also ich bin schon mal ein Element Master, also laut dem hier habe ich immerhin 102.700 Punkte habe ich erreicht. Da sieht man's. Was 102.700 Punkte. Yay! Gar nicht so schlecht. Der zweite war Irene mit 69.000 und keine Ahnung nicht. Irgendwie so war das. Aber das seht ihr ja alles in meinem Video.
Ja, und jetzt gehen wir hier durch den Shop wieder raus. Oh, sorry. Und ja, dann gucken wir mal, wo wir gleich landen. Hier ist jetzt hier gerade der Markus ist irgendwo und macht irgendwelche Aufnahmen für irgendwelche Parkchecks, die irgendwann kommen. Die Irene hat hier leckeren Burger geholt und auch hier Upgrade-Pommes, Baustein-Pommes, Lego-Pommes. Wir haben sowas ähnliches. Auch hier Burger, der ist ziemlich gut. Wir haben jetzt 104 Euro beide bezahlt. 104 Kronen. Man kann so viel trinken, wie man will. Ob das jetzt so erlaubt ist, dass wir uns einen Becher teilen. Naja, auf jeden Fall ist das ja sehr, man sehr man kann ja gleich noch was nachholen, wenn man möchte. Das ist ja das Coole. Warten wir mal, bis der Markus kommt. Hast du schon für mich gebeloggt? Oder hast du in eurem Vlog gesagt, dass wir 104 Euro bezahlt haben fürs Essen? Auch in deinem, aber du kannst doch mal vloggen. Ich hab einen Crispy Chicken Burger. Menü. Wir wussten nicht, du kommst nicht, dass du wieder meckerst. 15 Kronen Aufschlag für die Lego Pommes. Und wir essen jetzt Lego-Steine als Pommes. Yummy, 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 yummy. Wir haben nicht so viel YouTube-Money, deswegen haben wir nur die normalen Pommes. Ja. Ihr habt zu viel Lachs gehabt, deswegen. Ja. Ich betone nochmals, bitte spenden. Spenden-Hotline blende ich unten ein. So, mit uns geht's jetzt auf nach Atlantis. Was auch immer das ist. Keine Ahnung, ob das nur ein stinknormales Sea Life ist oder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Und ja. Wir gehen jetzt nach Atlantis. Und Pre-Show gibt's hier. Kann er den Sieg nicht finden? Seegang Clownfish. Und das Südeste. Clownfish. Seehorses. Sie ist ein Clownfish. Okay, also Standard Sea Life. Wir sind jetzt wieder aus dem Sea Life draußen. Ja, geschätzte 10 Minuten waren wir drin. Ist ganz nett gemacht, ist halt klassische, wie bei den ganzen Sea Lifes, die dann in so Parks sind, eher ziemlich klein. Das Ganze dann mit Lego-Figuren bestückt und ja, ist halt ganz nett. Mehr würde ich aber auch nicht sagen. Und jetzt gehen wir dann so langsam ins Miniland rein und danach dann wahrscheinlich so in die Shops und auf die Main Street, weil der Park bzw. die Attraktionen schließen eh in ungefähr einer halben Stunde. Und ja, dann war es das auch mehr oder weniger. Also wir machen jetzt noch ein bisschen das Miniland unsicher und vielleicht melde ich mich einfach gleich nochmal. So, der Kevin, der baut jetzt ein bisschen mit Duplo-Steinen und danach gehen wir dann zusammen auf den Aussichtsturm. Die sind ja kaputt. Ist ja blöd. So, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich hier mache, wo ich hier langlaufe und nicht über Kinder stolpern will beim Vloggen. Ja, genau. Und ja, keine Ahnung, was die Vivi sagen wollte. Und ja, wir haben jetzt gerade noch zum Abschluss drei Aussichtsfahrten gemacht. Also zum einen den Turm, danach noch die Monorail und ganz zum Abschluss noch als allerletztes haben wir dann noch die Schiene, also die Eisenschienenbahn gemacht. Und ja, jetzt geht's ja auf zum Marathon in die Shops, da wo Menschenmengen vorstehen und wo alles mega voll ist. Sprich, ja, jetzt kommt der Konsumrausch ohne Ende. Und dann geht es so langsam wieder raus. Aber ja, zuerst mal noch ein bisschen konsumieren. Was auch immer. Ich suche auf jeden Fall erstmal die Achterbahn. Ich möchte die im Original sehen. Wenn die hier schon stehen haben. Hashtag NoAd. Nein, du musst nur was Negatives sagen und darüber ist es kein Werbevideo. Wir verlassen das Legoland wieder. Es geht jetzt wieder raus.
in Richtung Parkplatz. Wir haben übrigens den kostenfreien Parkplatz, also den kostenlosen Parkplatz, ein Stückchen weiter entfernt gewählt. Aber ja, ist auch nicht so schlimm gewesen, waren maximal 5 Minuten Fußweg. Und ja, damit sind wir wieder draußen aus dem Legoland. War ein schöner Tag, im abschließendes Fazit zum Park. Ist ganz schön, kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt machen, meiner Meinung nach. Ein paar ganz schöne Bahnen. Für Erwachsene jetzt nicht allzu viel, ehrlich gesagt. Für Kinder ist ganz nett, aber so richtige Highlights sind jetzt auch nicht dabei. Die Dark Rides sind auch ganz okay, aber jetzt auch keine wirklichen Highlights so in meinen Augen. Und ja, so insgesamt, also wenn man den regulären Preis bezahlen würde für 51 Euro, wäre es definitiv zu teuer, zu viel und würde ich es nicht tun. Aber ja, ansonsten kann man es mal machen, aber ist jetzt, ja, wie gesagt, ist ganz nett. Ja, viel Lego-Thematisierung halt, das Miniland ist super schön und ansonsten der Rest drumherum ist ganz okay. Ja, Ghost Haunted House ist auf jeden Fall eine lustige Attraktion. Bei den Achterbahnen würde ich auf jeden Fall immer den Polar Explorer bevorzugen, weil es halt von der Fahrt her noch die schnellste von allen Fahrten. Auch der Freifalleffekt, der kommt ganz gut rüber. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich jetzt nicht so viel Berichtenswertes. Die Wasserbahnen, ja, die Wildwasserbahn, die Standard-Wildwasserbahn ist jetzt nicht so das Highlight. Das Rafting ist ganz nett, ganz besonders dadurch, dass es halt eine große Abfahrt hat. Nässegrad ist allerdings bei beiden eher semi bis gar nichts. Und ansonsten, ja, halt ein klassischer Familienpark ist ganz okay und ja. Das soll es jetzt hier so als grobes Fazit von dem Moment gewesen sein. Irgendwann kommt dann bestimmt noch ein Freizeitpark-Check dazu, falls ich heute denn genügend Aufnahmen zusammenbekommen habe, weil wir waren gerade mal sage und schreibe 5,5 Stunden jetzt hier. Und ja, in dem Sinne würde ich vorschlagen, soll es das jetzt für den Moment gewesen sein. Vielleicht gibt es gleich noch eine kleine Roomtour, weil wir jetzt noch zur nächsten Ferienwohnung weiterfahren. Falls es die nicht mehr geben sollte, keine Ahnung, sage ich jetzt schon mal Tschüss. Und ansonsten sehen wir uns gleich da vor Ort wieder. So, ich mache jetzt mal ganz schnell mit der Roomtour. Und zwar befinden wir uns hier gerade in der Lobby in unserer neuen Bleibe. Ein wunderschöner Garten. Reinquatschen, so ein bisschen. Nee, deswegen sage ich ja, ich mache jetzt ganz schnell mit der Roomtour. Ich lasse euch jetzt reden. Ich gehe euch hinterher. Gehen wir einfach zu den Senioren. Okay. Hier haben wir einen Wohnbereich für uns. Auch schön, echt cool. Natürlich ist halt ein bisschen schade, dass man nicht mehr Sitzgelegenheiten gemeinsam hier hat. Ja gut, 1, 2, 3, 4. Ja. Ist auch nett eingerichtet, schöne Bilder an der Wand. Da schlafen die Senioren. Auch Bilder. Dann ist das das Seniorenschlafzimmer. Ja, ich bin die Senioren, ja. Was habt ihr denn hier in den Schränken? Nix? Keine Ahnung, hab schon nicht aufgemacht. Nix? Doch, Spiele. Oh. Wir haben Puzzles und Spiele. Spiele sind hier drin. Ja, bei euch sind die anderen Spiele drin, ne? Genau. Die vibrieren. So. Dann ist hier ein Flur. Wir müssen kein Geschirr sauber machen. Das ist auch außergewöhnlich in der Ferienwohnung. Wir müssen unser dreckiges Geschirr einfach nur hier hinlegen. Das wird dann irgendwie abgeholt und sauber gemacht. Auch wieder zwei sehr geschmacksvolle Bilder an der Wand. Und kommen wir zu unserem Zimmer. Da werden wir die Betten sehr wahrscheinlich noch zusammenschieben. Aber es ist auch sehr stylig eingerichtet. Wir haben auch nochmal eine Zweier-Couch hier. Ganz gut Infomaterialien. Schön eingerichtet. Die Bilder auch sehr schön. Ja. Cool. Habt ihr schon erwähnt, was draußen ab und zu mal über den Rasen vorbeifährt? Nein. Also was den Rasen hier draußen ist. Ja, bei so einem großen Grundstück braucht man automatische Rasenmäher. So was willst du auch haben, ja, Markus? Der ist ja doch der automatische Rasenmäher. Das lohnt sich für bei mir nicht. 2 Quadratmeter Rasen. Oh, das Akku blinkt bei euch schon. Oh, oh. Ja, habt ihr das je erst gewechselt? Wir filmen halt nur mit der Kamera. Furchtbar. Sehr, sehr merkwürdig. So, also das, was uns jetzt hier in meinem Vlog noch fehlt, ist das Badezimmer. Und das Highlight kommt bekanntlich zum Schluss. Ja, dekadent geht die Welt zugrunde. Ein wunderschönes Badezimmer mit großem Waschtisch. Hier das Übliche. Ganz, ganz wenig Toilettenpapier. Eine schicken Dusche. Und das Beste, während geduscht wird, können sich andere Leute hier hinlegen. Quasi ein Wellnessbad. Achso, ja, und dann zeige ich euch nochmal die wunderschöne Aussicht hier bei uns von der Terrasse und ja, sehr, sehr nice. Ja, und das soll es dann jetzt von der Roomtour gewesen sein und somit auch für diesen Vlog. Vielleicht nehmen wir euch später noch mit zum Essen, weil ja, wir schauen einfach mal. Ja, und das mit dem Essen hatte nicht ganz so geklappt wie vorgestellt.
Eigentlich wollten wir zu Jensens gehen. Das ist so eine skandinavische Kette. Da gibt es so Burger, Steaks und alles mögliche in der Richtung. Und das kannten wir eigentlich schon aus Stockholm. Und das gab es halt auch in Aarhus. Und da wollten wir hingehen. Aber ja, die haben recht knappe Öffnungszeiten. Zumindest was nach hinten rausgeht. Sprich, die haben irgendwie um 8:30 oder so schon die Küche geschlossen. Sprich, da konnten wir dann nicht mehr hin. Direkt gegenüber war dann aber noch so ein Einkaufszentrum. Und ja, da gab es dann auch noch so einen Burgerladen drin. Und da haben wir dann gegessen. Das Einkaufszentrum hatte übrigens bis 0 Uhr auf, aber selbst der Burgerladen da drin hatte auch nur bis, ich glaube, bis 9 oder bis 10 Uhr auf. Aber trotzdem keine schlechte Wahl, weil war richtig lecker, richtig cooler Burger gewesen und auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Davon gibt es aber dann leider keine Aufnahmen, weil offiziell ist das in dem Einkaufszentrum nämlich verboten, da Videos oder Fotos oder sonst irgendwas zu machen. Und ja, dementsprechend muss ich mich dann jetzt hier so ein bisschen aus dem Nachträglichen, quasi aus dem Off nochmal melden. Und ja, da wisst ihr halt auch Bescheid. Also wir sind nicht verhungert, wir haben noch was gegessen, aber halt nicht ganz so wie geplant. Und irgendwie, ja, passt das natürlich auch zum Tag. Da war einiges nicht ganz so wie geplant, aber schlussendlich hat ja doch alles gepasst und ist wunderbar geworden. Und wir hatten unseren Spaß, trotz kleinerer Komplikationen. Aber ja, so ist das Leben. Und ja, so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen gehört ja auch ab und zu mal dazu und ist nicht schlimm, hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, euch hat der Vlog auch gefallen und in dem Sinne beende ich das Ganze hier jetzt hier auch an der Stelle. Wünsche euch wie immer viel Spaß noch auf YouTube und sage Tschüss, bis zum nächsten Vlog hier bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.